Hallihallo und herzlich. Nur noch Abenteuer, die deiner würdig sind. Genau, willkommen zurück. Jetzt habe ich es nicht repariert, oder? Zu Let's Play Skull and Bones. Also ich bedanke mich wie immer bei Ubisoft, die mir den Key zur Verfügung gestellt. Wir wollen heute die nächste Nachforschung weitermachen. Abschließen wäre ein großes Wort. Ach, das war das ja genau. Der Captain hat sich ja nicht um einen solchen Fluch gebeten. Ob ihre armen Seelen je Frieden finden werden? Wir werden sehen. So, das heißt, wir werden hier sehr gerade rüberfahren. Dabei ein bisschen singen. Ups. Schon lustig, diese. Chill, ich hab's nur angeschaut. Oh. Brauche ich nicht. So, ist hier da hinten noch gar keine Insel oder sowas. Nur ein stehendes Schiff. Oh, es geht eh ziemlich gut auf hier. Und die denn da für lange Dinger dran? Für Wimpel. Es gefällt mir unser Schiff auch besser. Aussichtslos! Erteilt ihnen eine Lektion! Ich bin gleich unterwegs, geht ihr, lasst es grad! Kapitän, Reparaturen abgeschlossen, wir sind einsatzbereit! Schießt, Leute! Da! Ja, schon um. So, sehr schön.
immer, immer brauchen. Gut, 90 Bananen haben wir schon gegessen, letzten paar Parts nur. Ich lebe im Spiel gesünder als in echt. Da, schau mal, das sieht nach dem Außenposten aus. Na, da sind sie. Genau. Frage welcher? Ist zufällig eines, den wir brauchen könnten oder wo? Der zu einem Schatz ist von uns. Wäre ganz nice. Holländer Camp. So. Mörserbomben. Nehmen wir mal mit. Kommt ihr mit mehr Münzen zurück? Schauen wir mal. Und Ziegel setzen. Einmal um die Insel rum und da haben wir dann wahrscheinlich ein Wrack zu plündern, schätze ich. Wenn die da in den Hinterhalt kamen, dann haben sie wahrscheinlich nicht so weit geschafft. Achso, das Magnetit. Glaube ich, das, wovon wir noch so viel haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Upsi. Ah, klingt das hölzern, das Schiff. Cool. Davon wird es wohl sein. Muss eigentlich das erste sein. Der Rest ist nicht im Kreis, ne? Komm, halt mal. An Vollmatrottel Luke. Hoffentlich gefällt dir der Knochensplitter. Hier gibt es überall riesige Skelette. Einfach gigantisch. Morgen greifen wir den Konvoi der Gesellschaft an. Gott steht mir bei. Ich spüre es, Luke. Ging es dir nicht auch so, als wir Piraten wurden? Er wollte nie, dass wir uns für hartes Brot zu Tode schuften. Gott will, dass wir kämpfen. Das hat der Angriff auf die Sardu gezeigt. Bald habe ich genug Gold und kann die Beine ersetzen, die du beim Überfall verloren hast. Wir reisen um die Welt und essen jeden Tag Eier. Lass uns einen Matelotage unterzeichnen, wenn ich wieder nach Lanita zurückgekehrt bin. Dann, wenn einem von uns etwas passieren sollte. In der Zwischenzeit habe ich hier alles vergraben, falls etwas schief läuft. Ich habe eine rote Tulpe an die Stelle gemalt.
die dich an zu Hause erinnern soll. Und damit ich nicht vergesse, wo die Stelle ist. Ich sollte vor Jahresbeginn 1692 zurück in Lanitra sein. Warte an unserem Treffpunkt am Strand und bezeuge meine glorreiche Rückkehr. Dein stellvertrottelter Arnold Silver. Wurden wir jetzt gerade echt versenkt, während ich das hier gelesen habe? Verzeihen wir für Penner. Von dem Turm. Ah, der ist verpestilenzt. Dieser Schädel macht uns zum Ziel. Gib ihn ab, sonst Pest und La Pest mehr Pestbringer auf den Hals. So, wenn wir hier irgendwie ein bisschen Abstand gewinnen. Einem Holländer kennen wir, das ist ja direkt hier. Unser Meister wird erfreut sein, wenn wir euch das Fleisch von den Knochen mit ihren Halbkanonen auf mich einschießen. Gut so. Schlag dir den Bauch voll. Mach ich. Dann gehen wir rein ins Holländer-Camp. Keinen Bock auf die. Hoffentlich darf ich da anlegen. Vom Kampf entfernen. In meinen Augen bin ich schon weit weg vom Kampf. Könnte gerade so gereicht. Nice. Was habe ich gesagt? Rote Tulpe. Wäre bestimmt schwieriger zu finden, wenn es nicht immer so ein leuchtender Kegel anzeigen wird. Da eine krasse Insel. So eine haben wir noch nicht gesehen mit Häuschen. Wie immer nicht. Das Haus der Knochen.
Wie geht's dir, Lumpf? Ein lausiger Tag. Es gibt nicht viel zu tun für euch. Naja, hier mitten drin. Okay. Hast du ja ausgraben. Bah. Ja, schön. Immer schüsst er sich mit meinem Stuhlunfall. Vollkommen zu Unrecht wahrscheinlich. So, was an alle Unzufriedenen und Wasi im Indischen Ozean. An Weihnachten 1691 soll ein holländischer Geleitzug das Holländercamp passieren. Angeblich ist dieser übervoll mit Perlen und Gewürzen beladen. Das Hauptziel? Die Obwelling. Ein altes, brüchiges und unbewaffnetes Frachtschiff. Welch eine leichte Beute! Das habe ich von einer zuverlässigen Quelle, direkt aus der Handelsgesellschaft, die nach der öffentlichen Demütigung mit der Sradu wohl eine neue Handelsroute sucht. Natürlich ist jeder Überfall gefährlich, aber seid gewiss, wer immer sich traut, wird schon bald sehr reich sein. Meine Piratenbrüder und Schwestern, ich sehe euch! Viele von uns sind hier, weil sie keinen Platz und keine Aussichten in der Welt der Handelsgesellschaft haben. Doch das ist der Beweis, dass die Gezeiten sich ändern. Sie werden sich den Holländern nicht länger beugen. Und wir auch nicht. So, was ist das jetzt mit denen? Ich glaube, das war's. Seite wenden haben wir dann als nächstes quasi. Mir scheint, wir könnten eine eiserne Hülle 5 bauen. Das will ich machen. Ich ärgere mich ja die ganze Zeit schon, dass wir zu wenig haben. Kann ich das bitte wegmachen? Danke. Echt nicht so eine komische Feder. Halsabschneider. Ding, Jagdsperr 5 und die Brand. Wir haben eine neue Brandbombarde bekommen. Nice. Brandbombarde der 3. Nehmen wir natürlich gerne mit. Hier habe ich auch eine neue. Hey. Auch gut. Schiff verwalten. Hinten haben wir die. Können die besseren Brandbombarden jetzt hinstellen. Genau, das haben wir schon geändert. So, warte mal hier. Vergesst immer. Das ist cool. Ja, auch gut. Da. Immer mal wieder was Neues. Ja, weil hier ist es was. Bastion 1. Wenn ich jetzt sage Eisen 5. 5 wäre krass. Müsste man nämlich vielleicht sogar auch unser Schiff auf Level 8 heben können. Die Obwelling war der Lochvogel und Arnold ist darauf reingefallen, weil er Freeman nacheifern wollte. Okay. Die großen Kompanien lügen und nutzen unsere Träume gegen 12. uns. Zahllose Piraten ruhen auf dem Grund, alle von der Obwelling versenkt.
zum Teufel mit den Holländern? Wenn der Vermalens, richtig schwer. Dann gib ihm eine Breitseite. Level 13 von haben wir ja keine Chance, oder? Ich kannte Freeman Captain. War Teil seiner furchtlosen Mannschaft. Ich kenne die meisten Seeleute, mit denen Freeman verkehrte. Nur von diesem Sorel habe ich noch nie gehört. Wie kann er so viel über Freeman wissen, dass er ein ganzes Buch über ihn schreibt? Schätzlinger wollen ihn verfolgen! Komm! Ja, im Moment verfolgen sie mich erstmal nur. Ich habe halt auch hier keine Chance. Ich bin gerade etwas hin und her gerissen, wie wir das jetzt machen. Weil hier sagt, macht vom Level 3. Ja, den kann ich nicht. Niemand entgeht der Hand des solchen Königs! Man hat null Schaden bei solchen. Okay, dann wollen wir am ehesten die hier probieren. Level 7. Dann schippern wir um die Insel rum, um nach St. End zu kommen. Der Blutkanal. Also ja, auch da hinten mindestens zwei Spieler empfehlen, aber also wenn es mein Level ist, kann den halt auch sonst nichts kaufen oder so oder aufs Schiffen kriegen. Muss halt eine der Festungen hier angreifen. Schade. Aber naja, werden wir schon irgendwie hinbekommen, denke ich. Muss ja. Ah, die Segel gefallen mir viel besser. Sehr schön. Wollte ich gar nicht machen hier, aber naja. So, ich war weder Jute noch Kokosnüsse. Ja, was so einzeln rumfliegt, kann man da schon mal mitnehmen. Ich hoffe, ich kann auch den Kopf wieder abgeben. So, auf geht's. Ihr habt Freemans Mannschaft aufgespürt? War unter den Resten der Schatz der Strahl? Ich kann es nicht erwarten, von eurem Erfolg zu berichten. La Pests Gift sprühen. So, so einen Kopf habe ich nämlich. Den kann ich schon mal einen abgeben. Großes Vertrauen bringt größere Erwartungen hervor. Thank you.
Geh mal kurz hier zum Veredeln. Mutig, einen Freibeuter zu versenken. Das überleben nicht viele. Schon ganz viele versenken. Ist immer lustig, dass ich das hier nicht sehe. Den dritten Arbeiter, der ist da nicht nach oben kann. Da, 5 Sekunden, die ich habe ja auch gerade noch. Nice. Ich will noch kurz ins Ruder laufen. Aber mal, ich kann dran denken. Ich habe ja einen Shortcut dahin. Weil dann kann ich hier in der Brennerei schnell mal mein ganzes Zuckerrohr loswerden, bevor ich das noch verliere, weil ich doch mal sterbe. Verstanden. So, 212 haben wir ja. Will aber eh noch nichts annehmen. Ich habe vergessen, was das hier war. Genau, da kann ich sowas machen. Wird nur dauernd zurückgesetzt. Halt schon echtes Endgame dann. Im Endgame macht hier nichts anderes wahrscheinlich außer das hier. Will auch gar nicht aufs Schiff, das war gelogen. Ich will hier hinten in die Nähe. Und versuchen, das vorher noch anzugreifen. Ah, das machen wir nicht mehr in dem Part. So leid es mir tut. Na? Die Kalvarine 3. Halbkanone 3. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Stauraum. Alle her damit. Wenn du so viel hast für mich. Wir reden später. Gut, weiter. Genau. Wir machen auch später weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.